Hi, schön, dass du heute dabei bist und dass du Lust hast auf eine recht kurze Einheit und eine Einheit ohne Abstützen. Wir machen eine Einheit, in der wir uns der Asana-Welt ganz normal bedienen und den ganzen Körper so ein bisschen durchbewegen einmal, aber eben ohne, dass wir immer diesen Druck, diese Kraft aufs Handgelenk geben. Und ja, deshalb würde ich sagen, komm auf deine Matte, wir atmen ein paar Atemzüge einfach durch, kommen an und gehen dann in die sanfte Bewegung über. Finde einen bequemen Sitz zum Start und atme einmal durch. Fühl dich einmal ganz wohl in deiner Haut oder so wohl, wie es dir gerade möglich ist. Stell dir vor, dir wurden heute zwei Zementblöcke auf den Schultern einmal festgebunden. So viele Gedanken und so viel Last manchmal. Und das alles ist in diesen Zementblöcken hier einmal gerade drin. Und die ziehen dich einmal runter. Gut, für die Schultern, für den Nackenbereich, dass es runterzieht. Aber weißt du was? Es ist noch viel schöner, wenn wir all diese Last, all diese Gedanken und alles, was uns nach unten drückt, einfach mal kurz abwerfen. Deswegen nimm einen tiefen Atemzug ein und auslasse runterfallen. Atme tief ein und aus, mach dich frei. Noch ein Atemzug, alles rausschmeißen, wegschmeißen. Gut. Einmal schauen, sind die Klötze noch da? Vielleicht fühlen wir uns schon so ein bisschen leichter und können dann nochmal zwei, drei tiefe Atemzüge nehmen, so ganz frei und so ganz leicht. Nimm nochmal einen Atemzug und komm vollständig an. Dann öffne langsam deine Augen. Bring deine Hände einmal vor dein Herz. Wir beginnen einfach im Sitzen ein bisschen die Arme zu bewegen. Mit dem nächsten Einatmen. Bring den Pfeil nach vorne, nach oben. Ausatmen, wieder vors Herz. Einatmen, nach vorne, nach oben. Und wieder vors Herz. Und ein, nach oben. Und aus, nach unten. Noch zweimal ein. Und aus. Ein. Und aus. Lass uns über die Seite nach oben gehen. Ein, hoch. Und aus, runter. Ein über die Seite nach oben. Und aus, runter. Und noch zweimal. Ein ganz weit. Und aus. Und noch einmal. Ein. Und aus. Mach deine Arme ganz weit. Atme ein, Brust raus. Ausatmen. Umarm dich einmal selbst ganz rund. Einatmen weit. Und ausatmen ganz rund einrollen. Und ein und wieder aus. Nur noch zweimal. Ein und aus. Noch einmal. Ein und aus. Und dann in der Mitte wieder gerade werden. Bring deine rechte Hand einmal zum Boden rechts außen und kreis den linken Arm nach oben weit. Du schaust an deinem Arm nach oben oder auch unter der Achsel hindurch und wir ziehen uns ganz lang nach rechts. Einen Augenblick noch sitzen, beide Höcker gut am Boden verwurzelt.
Und dann langsam Seite wechseln. Links geht nach unten, rechts geht über den Kopf wieder drüber. Sitzhöcker bleiben auch hier wieder am Boden, sodass wir dann wirklich diese Neigung bekommen im Rücken und eine lange rechte Flanke bekommen. Nochmal durchatmen. Und dann bringen wir beide Arme über den Kopf. Nochmal einatmen. Ausatmen, die rechte Hand an den linken Schenkel, linke Hand nach hinten und unten und einmal drehen. Hinten schaust du, dass dieser Standarm dich nochmal so richtig ein bisschen aufrichtet, dass du da nochmal mehr Länge reinbekommen. Nochmal durchatmen, mit jedem Einatmen an diese Länge denken. Mit jedem Ausatmen nochmal ein bisschen drehen. Dann bringen wir die Arme wieder über die Mitte zurück. Gehen zur anderen Seite in diese Drehung rein, nach rechts rüber. Auch hier wieder schauen, wir richten uns am hinteren Arm entlang ein bisschen auf. Die Brust wird ganz weit. Dein Herz führt. Nochmal. Noch ein Atemzug. Und dann über die Mitte wieder zurückkommen und die Arme einfach senken lassen. Wir gehen in einen Drehsitz über. Gedreht haben wir jetzt ja schon mal geübt. Das heißt, lass den linken Fuß an der rechten Pobacke, zieh den sogar noch ein bisschen rüber, sodass das vordere Bein, das bekommt einfach so einen richtig geraden, eine gerade Ausrichtung zu mir jetzt. Und den rechten Fuß stellen wir über den linken drüber. Leichter vorne lassen, ansonsten drüber stellen. Schauen wir, dass wir mit den Sitzhöckern wieder am Boden sind und richten uns richtig gut auf. Schau einmal, ob du dich aufrichten kannst, gerade jetzt hier so. Und wenn es sehr gut funktioniert, dann umarme einmal mit dem linken Arm dein rechtes Knie und geh mit der rechten Hand wieder nach hinten zum Boden. Schau wieder, dass du dich aufrichten kannst. Du kannst auch mit der linken Hand halten, so wie du dich eben auch aufrichten kannst. Nochmal einen Augenblick. Und wer sich mit dieser Drehung auskennt, geübt ist, kann auch mit dem linken Ellenbogen ans rechte Knie heran und einmal hier wieder halten. Einatmen, die Schulterblätter hinten nochmal zusammenziehen. Noch ein Atemzug. Und dann langsam wieder zurückkommen zur Mitte. Wir bleiben so sitzen. Du kannst entweder einen Augenblick so halten oder versuch deinen oberen Fuß mal umzudrehen, bis die Fußrückseite wieder am Boden rauskommt. Beide Knie kommen so ein bisschen übereinander heraus. Und dann sind wir zumindest in einem halben Kuhkopf hier drin. Es darf eine Dehnung kommen über die Gesäßaußenseiten eben drüber, über diesen Muskel drüber. Halt den Augenblick, schau, ob das so passt. Und wenn du weitergehen möchtest, können wir zwei Möglichkeiten. Für Geübte hinten die Hände zusammenbringen, bis sich die Finger berühren. Und dann nach vorne neigen. Oder hinten die Hände, Finger ineinander verschränken, zurückziehen, brustweit und wieder nach vorne neigen. Ansonsten natürlich auch einfach halten. Beides geht wunderbar. Wir intensivieren die Übung nochmal dadurch. Kommen einfach nochmal etwas stärker in die Dehnung hinein. Dürfen uns aber auch einfach noch mal ein bisschen besser fokussieren hier drin. Also vielleicht den Bauch ein bisschen anspannen, um noch weiter nach vorne in diese Vorbeuge reinzukommen. Nochmal ein Atemzug.
dann langsam wieder zurückkehren. Diesmal lösen wir die Beine komplett auf, schütteln sie einmal durch, stellt sie auf und kreist sie zwei, dreimal einfach von Seite zu Seite, dass sich das wieder ein bisschen lockerer anfühlt und dann wechseln wir. Dazu bring den rechten Fuß an die linke Pobacke. Schau wieder, dass dein rechtes Bein, so der Oberschenkel, wieder eher nach gerade ausschaut. Links entweder vorne aufstellen oder über dem Bein drüber. Jetzt wieder gucken, dass wir mit den Sitzhockern an beiden Seiten rechts und links wieder am Boden herauskommen und uns aufrichten. Gut, ich merke immer direkt, wo meine schwache Seite ist sozusagen. Vielleicht geht es dir auch so. Aber es ist auch, ich mag solche Erkenntnisse. Es heißt nicht, dass man dann besser oder schlechter ist. Nochmal kurz sitzen, schauen, ob es passt. Und wenn alles geht, umarmt der rechte Arm wieder das linke Knie. Linke Hand geht nach hinten und wir drehen uns wieder auf nach links. Mit jedem Atemzug kriegt man wieder Länge bis zum Scheitel nach oben. Mit dem Ausatmen drehen wir uns wieder eher nach links rüber. Einatmen, aufrichten und ausatmen, drehen. Noch zwei Atemzüge. Dann langsam wieder lösen und nach vorne zurückkommen. Du entscheidest, bleibst du so sitzen oder versuchen wir wieder den oberen Fuß rumzudrehen, sodass die Knie einmal übereinander herauskommen oder fast. Schau, was passt für dich. Wie ist es auch einfach für dich in Ordnung, gerade diese Bewegung in der Hüfte zu halten? Die Beine, die Füße, die dürfen so ein bisschen nach außen schauen in dieser Haltung. Entweder sitzen oder andersrum, Hände hinten auf den Rücken und nach vorne beugen. Finger verschränke und nach vorne beugen. Das machst du jetzt wieder so, wie es für dich einfach im Augenblick passt. Und kehr wieder zur Atmung zurück und halte kurz. Zwei Atemzüge. Noch einen. Dann langsam wieder auflösen und die Beine nochmal durchlockern. Gerade wenn jetzt du merkst, eine Seite ist stärker oder schwächer, dann ist natürlich immer ganz sinnvoll, eigentlich diese schwächere Seite auch nochmal einfach im Alltag vielleicht zwischendurch ein bisschen zu bewegen und zu dehnen, dass die Seiten so ein bisschen aufholen können. Genau, gut. Dann lass uns von hier aus weitergehen. Komm einfach ins Sitzen, streck deine Beine einmal nach vorne und schwerer ist es, wir lassen die jetzt einfach ganz lange. Leichter ein bisschen anwinkeln, ist immer, finde ich, stressfreier. Richte dich auf, roll deine Schultern zurück, bring die Arme über den Kopf, atme ein. Mit dem Ausatmen beug dich nach vorne, über deine Schenkel drüber. Neig dich, neig dich, neig dich, lass die Arme runter, bevor du dich ziehen musst. Und versuch deinen Unterbauch an deine Oberschenkel ein bisschen anzuklappen. Deine Brust bleibt dabei weit, eher nach vorne ausgerichtet. Halte noch mal ein bisschen. Wenn die Hände nicht zu den Füßen kommen, sind sie einfach an den Seiten. Wichtig wäre mir, dass du nicht in diesem Ziehen landest, sondern mit einer weiten Brust einfach dich nach vorne neigst und ausrichtest. Noch mal zwei Atemzüge. Noch einen. Hm.
Dann langsam wieder zurückkehren. Mach dir nach hinten etwas Platz. Roll dich einmal zurück. Und dann versuchen wir beide Knie direkt vor den Bauch zu holen. Rücken sollte gut liegen. Und dann lang werden zu lassen. Die Hände nehmen wir mal neben die Hüfte. Kann man aber auch gleich mit einbauen. Wir machen ein bisschen was für den Bauch. Atme nochmal ein. Mit dem Ausatmen lass dein rechtes Bein runter, so weit wie es geht. Der Rücken bleibt jedoch liegen. Mit dem Einatmen wieder zurück. Ausatmen links gehen lassen. Wieder so weit wie es geht. Und einatmen wieder zurück. Und ausatmen rechts. Und einatmen zurück. Und nochmal aus. Und ein. Und wieder aus und ein. Noch zweimal aus und ein und aus und ein. Wenn du magst, halte die Hände weiterhin hier, streck deine Zehenspitzen nach oben weg, atme nochmal ein. Und mit dem Ausatmen versuch mal beide Beine sinken zu lassen und der Rücken bleibt am Boden. Wenn du merkst, jetzt hebt er ab, drehst du wieder um. Mit dem Ausatmen runter. Mit dem Einatmen hoch. Ausatmen tief. Und einatmen hoch. Noch zwei, dreimal. Und noch einmal. Halte deine Beine gerade in der Luft und dann lassen wir sie Stück für Stück runter, rechts und links, bis die Beine liegen. Bleiben wir nochmal beim Thema Bauch. Arme strecken wir über den Kopf und dann versuchen wir mit jedem Ausatmen ein Bein nach oben dazu zu holen und die Arme dazu zu bringen. Machen wir zusammen. Wir atmen ein. Mit dem Ausatmen links nach oben, abheben in den Schultern, Arme führen vorbei. Einatmen wieder zurück. Ausatmen rechts, fester Bauch. Einatmen nach hinten. Und aus. Und ein. Und aus. Und ein. Und aus. Und ein. Und nochmal festbleiben. Nochmal. Und aus. Und ein. Bleib nochmal fest im Bauch. Und ein. Und noch zwei. Aus. Und ein. Und aus. Und ein. Dann langsam wieder ablegen und den Bauch kurz locker lassen. Perfekt. Wir dehnen uns einmal so, dass die Bauchvorderseite wieder oder die Vorderseite wieder ganz lange wird. Dazu stell die Füße gerade mal für einen Augenblick auf, dann können wir so die Hände rechts und links unter die Pobacken schieben. Wichtig dabei ist für mich, dass die Ellenbogen bei dir in den Boden drücken, dass du quasi von dort auch eine Kraft aufbauen kannst, um dich abzuheben. Wenn das gut passt, wir justieren gleich natürlich jederzeit wieder nach, streck die Beine lang nach vorne. Bringen sie aneinander und klapp die Zehenspitze einmal weg nach vorne. Also du hast schon ein bisschen Kraft jetzt drin. Dann drückst du die Ellenbogen in den Boden. Hol sie ruhig so weit nach innen, dass du dich nach oben auch herausstützen kannst. Ellenbogen fest in den Boden. Mit dem Kopf ein bisschen aufpassen. Du kannst ihn halten, du kannst ihn nach hinten runterlassen. Aber nur, wenn quasi der Kopf auch die Verlängerung der Wirbelsäule ist. Also nicht ganz hart nach innen abknicken lassen, sondern wirklich schauen, dass er die Wirbelsäule von unten nach oben verlängert. Spanne deine Wirbelsäule von unten nach oben wirklich an. Dann wird dein Bauch lang, dann wird deine Brust weit. Und du brauchst ein bisschen Kraft in den Armen und wie gesagt in der gesamten Rückseite. Müssen wir uns auch so ein bisschen drauf einlassen und den Fisch erstmal so ein bisschen kennenlernen. Nochmal ein paar Atemzüge halten.
Noch einen. Dann langsam wieder aus der Haltung raus. Lass dich nach unten, löst die Hände, roll dir die Knie einmal vor dem Bauch. Spür nach, ob das okay war für dich jetzt so. Dann schau einmal, dass die Knie dicht vor den Bauch herkommen, dann wird dein Rücken auch wieder ganz lang und entweder du bleibst für einen Augenblick hier oder greif dir deine Fußaußenkanten und wir gehen in Happy Baby über. Einmal die Fußsohlen zum Himmel ausrichten, den Rücken am Boden ablegen mit den Schulterblättern von oben nach unten und drück ruhig mit den Füßen so ein bisschen in die Hand, nicht, dass du zitterst, nicht, dass du richtig Anstrengung oder Kraft brauchst, so ein bisschen, dann kommt dieser Rücken von der abgehobenen Haltung auch wirklich ganz runter zum Boden. Halten und spür, wie jeder Ausatmen es unterstützt, dass du in der Hüfte locker lässt, dass dieses Auseinanderspreizen der Beine dadurch nochmal unterstützt wird, nochmal leichter wird. Noch mal ein bisschen bleiben. Noch ein Atemzug. Dann langsam löst die Beine, stell sie nochmal unterhalb vom Gesäß auf. Lass uns zum Schluss in unsere Schulterbrücke kommen. Die Füße hüftbreit dicht am Gesäß, geh mit den Schulterblättern zusammen und heb dann dein Gesäß nach oben. Stütz dich gerne mit den Händen nochmal so ein bisschen nach oben heraus und ja, gib deinem Körper nochmal so die Signal, du, hier, wir wollen da nach oben. Hey, an der Rückseite, ich brauche da nochmal ein bisschen Spannung. Festige nochmal den Po, die Rückseite an den Beinen und den Rücken so weit, wie es geht. Drück nochmal die Füße und die Fersen fest in den Boden. Noch zwei Atemzüge. Noch einen. Dann langsam lässt du wieder runter. Und dann lassen wir die Beine lang werden. Deck dich auch gerne zu. Leg die Arme an den Seiten ab und komm in deine Schlussentspannung. Heute ohne große Schnörkel, wir gehen direkt in die Schlussentspannung über. Besinne dich auf deine Atmung, auf das Fließen ein und wieder aus. Ein paar Atemzüge ganz bewusst besinnen. Und so entspanne dich in der Rückenlage. Für einen Augenblick ganz tief.
Kehre langsam zurück. Atme tief durch. Und komm Stück für Stück in Bewegung über die Zehen und die Füße, über die Finger und die Hände. Streck dich oder regel dich. Immer ganz locker durch. Nochmal alles ein bisschen bewegen. Bring deine Knie einmal vor den Bauch. Und dann bleib bei einem Knie und roll dich mit etwas Schwung nach oben hoch. Nimm nochmal einen bequemen Sitz ein zum Ende. Bring deine Hände vor dein Herz und auch heute schließ die Augen und schenk dir selbst ein ganz großes Lächeln. Und dann nehmen wir dieses Lächeln auch heute mit in den Tag oder auch bis morgen. Öffne die Augen wieder. Ich danke dir fürs Mitmachen, wünsche dir einen zauberhaften restlichen Tag und wir sehen uns wie immer in der nächsten Stunde wieder. Bis dahin, mach's gut und Namaste.